X. So. Na, dann gucken wir mal. Ich war gerade dabei, die Regeln zu lesen. Was haben wir denn Schönes? Aber wie gesagt, das habe ich auch noch nie so ganz hier, das 3-Card-Poker. Nee, nee, ich kenne halt, wie gesagt, Film. Was haben wir denn Schönes? Aha, okay. Hör auf zu gucken. Aha. Wir müssen seine Hand schlagen. Na komm, probieren. Was hat er denn dann? Ich bin eine Dame und spielt nicht. Du hast ein König, das ist eine Karte. Ich hab Reichtum. Oh, Yvonne. Was hat denn Yvonne? Hat die Nase oder so? Ich seh's nämlich nicht. Ja, doch, hat Nas dabei. So. Hat Yvonne gewonnen. Mit der Hand, glaube ich, weil er hat nicht gespielt und Yvonne hat die höchste Karte. Ich habe König gehabt als höchste. Okay, es geht eigentlich nur darum, seine höchste Karte zu überbieten. Selber eine höchste Karte zu haben. Okay. Mhm. Ja, ich setze natürlich. Klar, wenn du einen Ass hast, hast du schon mal eine linke Hand. Ansonsten halt hoffen, dass du noch irgendwas Größeres hast. Die nimmt überhaupt die Karte in die Hand. Mit L2. L2, wenn sie vor dir liegen, da kannst du angucken. Ich krieg das gar nicht mit mir, wie ich versuche, die Karte zu nehmen. Steht aber unten rechts auch alles. Und ein paar höher hast, okay. Ja gut, ich hab's jetzt grob verstanden, was er will. Also wie gesagt, seine Karte, seine Ding zu überbieten, seine Hand. Und hoffen, dass vielleicht deine Glück hast mit dem Pärchen oder was auch immer sowieso drüber bist. Guck mal, nimmt eine Karte und legt drei hin. Weil normalerweise spielst du im Pokémon mit Einzelkarten. So, guck mal. Was haben wir denn hier? Okay. Lieber, wir schauen die nicht an. Hä? L2 gedrückt halten. L2 gedrückt halten. Ich bin hier gerade. Dann das sehe ich nur die unsichtbaren Karten. Okay, weil normalerweise schaut. Ich habe 40 gewonnen. Ich weiß, dass ich das Ass habe. Oh, ich habe trotzdem ein bisschen gewonnen. Dreht bei mir die Karten nicht um, wenn ich die anschaue. Okay, sollte eigentlich. Wie gesagt, mit L2 sollte es sein können. Weil die seine Karten, die hast du, zeigst, guckst du mit R2 an. Also zumindest die umgedrehten. Komm, setz mal rein. Ein bisschen kann man was tun. Auf 30 gehen. So ein paar Pluswerte noch dazu. Vielleicht habe ich ja Glück. Scheiße, sowas. Ach, ich hab die falsche Taste. Das ist nicht einiges. Ah, ja, komm. Ach, der Drecksack hat Nass. Nee, zwei Ass hat der, ne? Mhm. Ja, nee, dann konnte ich hier nicht mitgehen. Okay, nicht schlecht. Ich hab nichts gewonnen. So klar. So. Ach du Scheiße. Na, so wirklich ist noch nichts drin. Ich krieg aber auch nur Scheißkarten. Ich hab Maß. Ja, ich krieg aber auch nur so eine Kacke. Ich bräuchte noch, hätte ich jetzt noch ein drittes Herz gehabt, dann hätte ich glaube ich so ganz. Hätte ich glaube ich den Flush hätte ich gehabt. Zwei Flush sind drei aufeinanderfolgende in der gleichen Farbe.
Straight Flush ist übrigens nicht zu toppen. Also wenn du das Ding hast, da kannst du reinballern. So. Okay, setzen. Und dann nochmal titzen. Straße und hab's nicht mal mitgekriegt. Er läuft von mir. Ich hab keine Ahnung vom Poker. Ja, Poker ist eigentlich relativ einfach zu lernen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du versuchst, quasi es dir nicht anmerken zu lassen. Das ist es halt einfach. Obwohl das hier gerade bei dem hier nicht so wirklich Unterschied macht. Hier ist einfach nur Glück. Ja, du verhältst dich aber anders, wenn du reale Spieler vor dir sitzen hast oder wenn du. Eigentlich ist das hier mehr Blackjack plus mit Poker abfolgen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Schwierig, würde ich mal zu erkennen. Okay. Ja, komm, rein mit dir. Der hat einen Ass. Ja, sogar zwei Arten, oder? Ja. Das ist schwierig, wenn du die nicht so gesehen, so genau siehst. Aber es glaube ich, vom Symbol her, ist es zwei Arten. Der hat gut lachen gerade. Er hat ein bisschen was gewonnen. Komm, fall aber rein. Hier, haben wir. Wir haben ja. Wir haben es ja. Wie das auch aussieht hier, wie wir hier sitzen, ne? Na, ihr zwei mit euren Masken. Warte mal. Ah, leck mich doch. Ich hab 300 Jetons gewonnen. Das Problem, ich verpasse immer ganz knapp den Flush oder beziehungsweise das Trade. Ganz knapp. Das ist immer meistens eine Karte, die sich ändert. So. Ich halte mich heute nur höchstens bis 16 Uhr, damit ihr Bescheid wisst. Okay. Ich dachte, wir machen heute schön bis Open End. Ich muss mich nur um mein Haushalt kümmern. Oh, ist gut. Also Chaos hier. Ja, passt, das. Machen wir bis 16 Uhr natürlich. Da haben wir jetzt gleich 12. Dann machen wir es bis 12 Uhr Poker und dann gehen wir in die Playlist, oder? Jo. Ich meine, wir können auch noch ein bisschen Casino zocken, mir ist es egal. Ja, wir können auch danach dann immer noch mal noch eine Runde Blackjack oder so spielen. Ja, vielleicht mal durchkommen. Ach, ich sehe das Problem, ich sehe die Karten nicht. Ach, verdammt. Viel verpasst man sich. Aber ich setze trotzdem rein. Der Assi hat eine Straße, ernsthaft? Sag ja, das ist immer eine Karte. Ich hatte jetzt König, Dame, 9.
Hätte ich jetzt einen Bube oder was gehabt, oder einen Ass. So, eine Hand spielen wir noch und dann gehen wir in die Playlist, würde ich sagen. Das wäre jetzt ein bisschen kurz mit dem Poker, oder? Wir sind gerade mal bei 10 Minuten. Wir können ja auch noch mal was anderes machen. Wir können ja noch mal Blackjack machen bis 12. Oder bis kurz nach 12. Ja, weil mir macht einfach das 3-Card-Poker, das macht mir keinen Jux. Nee, dann machen wir was anderes. Alles gut, dann gehen wir danach in die Playlist, okay. Ja, ich hätte gerne auch lieber dieses 5-Card-Poker. Das ist das klassische Texas Hold'em. Weil das ist hier, das ist kein Poker für mich. Das ist halt einfach, der legt hier Karten und entweder hast du Glück gehabt oder nicht. Das ist ja eben, das ist es halt. Du ballerst halt, rein oder. Da hast du ja null Einfluss auf das Spiel, weißt du? Ja, hast du. Blackjack hast du sogar mehr Einfluss auf die Karten als hier. Nee, alles gut. Ja, es ist auch. Nee, passt schon. So. Benden? Ja. Also mir macht das Spaß. Nee, alles ist ja in Ordnung, ist ja vollkommen. So. Also jetzt Playlist oder Blackjack? Gehen wir auf Blackjack. Okay. Machen wir 12 von Blackjack, dann machen wir eine Playlist. Jo. Blackjack ist, glaube ich, hier hinten. Ja, wir haben mal Blackjack. Ich meine, das große Geld machst du im Casino sowieso nicht. Na, zumindest nicht an den Tischen hier. Okay, verstanden. Blackjack ist eigentlich relativ easy zu verstehen. Ja. Die Zahlen geben die Zahlen und die anderen geben die anderen, die König, Dame, 10, König, Dame, Bube gibt 10, glaube ich, und Ass gibt 11, ne? Ass kann 1 oder 10 sein. Ah, ja, okay. Ja, nee, gut, klar. Und König, Dame, Bube gibt 10, ne? Genau. Ja, gut, alles klar.